Ja, hallo meine Lieben. Hier die genauen Daten der Villa. Wie ihr sehen könnt, haben wir nur noch zwei Stück übrig. Der Rest ist verkauft. Und ich zeige jetzt die Villa mit den drei Schlafzimmern plus ein Wohnzimmer, also vier Zimmer Villa. Und das wäre in dem Fall, ja, wie ihr sie gesehen habt, haben wir auch eine mit einem Zimmer mehr und kostet 899.000. Und was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Ich leg mal los. In dem Fall nur Vorteile. Vielleicht, dass sie halt ein Stück vom Strand weg ist, aber wir haben ja den eigenen Pool. Und ja, wie ihr sehen könnt, der Rest ist verkauft. Apropos, der Rest ist verkauft. Oft wird geschrieben: Ach, ihr seid im Arsch, keiner will mehr nach Alanya. Ikamet, dies, das geht nicht, das passt nicht. Und hier bei den beiden Villas haben wir die Möglichkeit, da sie ja in keinem Sperrbezirk sich befinden, die Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, weil die Summe würde ja dann das übersteigen. Und zweitens könnte man auch, wenn man möchte, die türkische Staatsbürgerschaft haben. Das macht der Staat, um Devisen reinzuholen. Für alle, die jetzt sagen, Mensch, Arnie, da steht ja die Marke drauf, da steht ja drauf, von wem das ist. Man könnte ja direkt über die kaufen. Ja, natürlich könnt ihr natürlich auch machen, direkt mit dem Bauherrn. Das ist übrigens der Bauherr, ja. Und ich arbeite schon sehr lange, seit 4 Jahren mit Ihnen zusammen. Habe schon einige Top-Objekte von Ihnen verkauft und das sind auch meine Freunde mittlerweile. Und hier der wichtige Hinweis: Ich arbeite ja eigentlich nur noch mit Freunden zusammen. Ja. Ich habe. Warum? Ja, warum ganz einfach? Ja, man hat halt, man kennt sich, man weiß, wenn er das und das, wenn das und das gesagt wird, dann passt das auch. Wenn dies und das nicht passt, kommen sie und es wird sofort gemacht. Ja, und das macht Spaß. Dem Kunden macht das Spaß, mir macht es Spaß und ich brauche mich nicht rumstreiten mit irgendwelchen Bauherren. Habe ich oft genug erlebt. Teilweise selber aus eigener Tasche Sachen bezahlt, ja, und habe keine Lust mehr dazu. Deswegen arbeite ich nur noch mit soliden und guten, qualitativ Top-Firmen. Und hier befindet sich die Villa. Das sind alles CGI-Fotos, also Computerfotos, mit dem Hinweis, dass es schon ziemlich fortgeschritten ist und im Sommer 2024 soll Übergabetermin sein. Und es ist eine himmlische Gegend und wie gesagt, kein Sperrbezirk. Ja. Ich kann gerne auch die aktuellen Fotos euch zuschicken. Wer festes Interesse hat, soll sich melden. Und der Preis 499 ist mit weißer Ware von LG alles, von Klimaanlagen bis Küchengeräte, Weißware ist das von LG. Und top modern, es macht natürlich Spaß. Top modern ist immer interessant und schön, also besser als altbacken. Und so wäre die Aussicht. Ja, man hat natürlich mega Meerblick, Burgblick. Raufzufahren dauert natürlich ein bisschen. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar Fotos, wie es etwa innen ausschauen könnte. Jetzt kommt noch ein besonderer Hinweis. Habt ihr eine Wohnung schon gekauft, als Beispiel in Mahmutlar, aber ihr hättet gerne eine Villa und ihr hättet auch gerne die Aufenthaltserlaubnis oder türkische Staatsbürgerschaft? Das müssen wir natürlich dann alles besprechen, wie wir das am besten anstellen, was für Kosten da auf uns zukommen und dann können wir das gerne durchführen. Und wie gesagt, wer Interesse hat,
Ich, wer das Ganze direkt über den Bauch halten machen möchte, kann das auch gerne machen. Mir ist egal. Ich will ja, ich sage ja immer dazu, kauft, wo ihr wollt. Hauptsache, ihr seid zufrieden. Das ist wichtig. Ja? Und wer bei mir kauft, der ist sowieso zufrieden. Deswegen, viele Leute warten und kaufen nicht woanders, weil ich ja aktuell nicht so viele Objekte reinstelle. Und warten. Und ja, danke, vielen Dank dafür. Aber wenn ihr wirklich was sieht, was euch gefallen könnte, dann langt da ruhig zu. Wer halt natürlich bei mir was kauft, der weiß, er kauft was bei mir und hat dann alles ordentlich, bis alles übergeben ist, bis Strom und Wasser angemeldet ist, bis alles ordentlich funktioniert und nur ich gebe diese bestimmten Verträge, wo drin steht, dass ich mithafte. Ja? Ich gebe diese Verträge, andere Makler machen das nicht. Ja? Die machen sich eher in die Hose oder sagen dann, es geht mich nichts an. Als Beispiel, was meine ich damit? Als Beispiel, ihr kauft jetzt hier diese Villa und wollt eure Machmodell verkaufen, ihr wollt diese Villa kaufen wegen der Aufenthaltserlaubnis, weil ihr habt jetzt lang genug als Ferienwohnung das genutzt, das hat euch super viel gebracht, das hat euch Spaß gemacht, das hat euch Freiheiten gegeben, weil ihr nicht hotelabhängig wart und ihr musstet bis jetzt arbeiten wegen Rente, was auch immer, wieso auch immer. Und jetzt möchtet ihr eine Villa, ihr habt das Geld zusammengespart, ihr habt euer Objekt in Deutschland verkauft, aus bestimmten Gründen. Wir wissen ja alle, was für Gründe da auf einen zukommen. Meistens Hoffnungslosigkeit und keine Perspektiven für die Zukunft. Und dann wollt ihr die Aufenthaltserlaubnis, ja, dann kauft ihr irgendwo als Beispiel eine Villa und euch wurde das gesagt, ihr bekommt dann die Aufenthaltserlaubnis oder was auch immer. Ich mache mit euch einen Vertrag und halte das schriftlich fest. Ich habe Briefkopf, ich habe Adresse, ich habe alles, auch wenn ich jetzt in 3 Monaten umziehe, ich sage das jetzt schon mal, innerhalb von Kestel ziehe ich um und ich habe einen Briefkopf, wo alles drin steht und ihr müsst halt da was kaufen, wo ihr auch einen Briefkopf bekommt, wo ihr auch einen Laden habt, wo ihr wisst, wo man zu finden ist und so weiter und so weiter. Ich habe eine Webseite, ich habe meinen YouTube-Kanal. Das war ja nicht so, das kann ja jeder machen. Ja. Allerdings einen Laden zu besitzen und auch die Maklerlizenz zu haben, das sind natürlich wichtige Punkte. Und dann, jetzt habt ihr bei jemand anders gekauft und das klappt dann nicht mit der Aufenthaltserlaubnis, jetzt habt ihr aber euer letztes Geld ausgegeben, jetzt klappt es nicht. Ja, was macht man da? Ja, auf keinen Fall ruft man dann mich an, weil das geht mich nichts an. Ja. Aber ihr habt es bei mir gekauft und dann klappt es nicht mit der Aufenthaltserlaubnis oder aus welchen Gründen auch immer. Ja, dann habt ihr mich. Dann habt ihr mich und ich werde dann, erstens mal mache ich das Ganze mit Bauherren so, dass wir abgesichert sind und den Bauherrn dann am Sack haben. Ja? Und ihr habt mich am Sack, weil bei mir im Vertrag dann auch steht, wir kaufen die Villa hauptsächlich aus den und den Gründen, ja? Oder aus Gründen für die Aufenthaltserlaubnis. Ja? Und das müssen wir natürlich vorher, das muss ich natürlich vorher mit dem Bauherrn abklären und absprechen. Ja? Und der muss auch unterschreiben. Ja? Und dann, so seid ihr auf der sicheren Seite. Also jetzt überlegt, wo ihr kaufen wollt. Das ist mir wurscht, kaufen, wo ihr wollt. Und wenn ihr über mich kauft, habt ihr diesen Vertrag. Und ich weiß, wie der geschrieben werden muss, damit man, wenn der Gegenpart, also der Bauherr oder der Verkäufer, uns da einen Schwachsinn erzählt hat und dann will er nicht unterschreiben, ja, wenn du nicht unterschreiben wirst, dann bekommst du auch kein Geld. Na, so einfach ist das, Leute. Eigentlich ist alles ganz einfach. Ja. Aber all das wäre ja nicht nötig eigentlich, weil ich halt mit guten Leuten zusammenarbeite. Aber trotzdem mache ich das, auch wenn es mein bester Freund ist, es ist mir wurscht. Bei solchen Summen muss man das alles schriftlich haben. Übrigens, bitte, bitte, bitte macht alles schriftlich. Wenn ihr irgendwelche Abmachungen habt, wenn ihr euer Eidat bezahlt, ja, wenn ihr nicht überweist oder und der kommt zur Tür, ist
ist bei 60% der Fälle so, dass der Verwalter oder Hausmeister dann kommt und das Geld am Bar abholt. Ne? Dann zuckt er irgendeinen Zettel raus und da unterschreibt. Das, ihr müsst da alles schriftlich immer haben. Datum, welche Zimmernummer, Apartmentnummer, Unterschrift, welche Summe, welches Monat wurde bezahlt. Bitte, bitte, Leute, macht das alles immer schriftlich. Bitte! Ja? Manch einer von euch sagt, ja, das ist doch logisch, das machen wir natürlich so. Nein, eben nicht, das ist nicht logisch, sonst würde ich mir nicht meinen Mund da. Ja. So, okay, wer Interesse hat, meldet sich. Einzugsmöglichkeit ab Sommer 2024. Mehr Infos, meldet euch, dann können wir gerne drüber reden. Bereitet dann alles vor für den Sommer 2024 und dann macht ihr hoffentlich eine schöne geile Party. Dann komme ich mit meinen 20 Kindern und 5 Frauen und wir lassen uns gut gehen. Okay, liebe Grüße, bis zum nächsten Video. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Müsiyan verin lütfen.